wir gerade besprochen haben, müssen wir auch umsetzen. Mann gegen Mann, nach vorne gut bewegen, kommen. Ja, es ist ein anderer Untergrund, kleineres Feld, wir spielen mit Rundumbande, es ist 4 gegen 4, es ist wesentlich intensiver. Man sieht es ja schon an den Zeitabständen, wie die Spieler auf dem Platz sein können. Nach 2 Minuten fangen die ersten an, dann auch zu pumpen. Also es ist halt Indoor-Sport, ne? Es ist halt was ganz anderes als draußen, fast eine andere Sportart. Ja, besser als letztes Jahr, der Auftakt war auf jeden Fall gelungen. Moin, moin. Habt ihr gespielt? Ja, wir haben auch gespielt. Ich habe auch einen Treffer gemacht, wie gewohnt so. Also das ist auch erwartet. Und ja, erstes Spiel erfolgreich, 5:0. Und du? Ja, habe leider kein Tor gemacht, aber 5:0 gewonnen oder 4:0. Und ja, das ist das, was zählt. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ne? Nein, ey, bitte nicht. Ich bin Kamerascheu. Hier, wo ist Giuliano? Giuliano macht die Kamera an. Komm Giuliano, da bist du, komm. Doch, komm hier hoch. Doch, ja, haben wir gewonnen. Zu 0 ist gut. Zufrieden? Ja. Okay. Dankeschön. Ich habe noch nie Halle gespielt, ne. Deswegen bin ich auch nicht auf dem Parkett. Dirk, du leidest gerade richtig mit. Ja, auf jeden Fall. Es sind schon ein paar Aktionen dabei, die ich übertrieben hart finde und hat eigentlich auch so nichts mit Hallenfußball zu tun. Ich hoffe, dass die Qualität noch ein bisschen besser wird jetzt als heute Morgen da. Ja, war unser erstes Spiel jetzt, ne? Die anderen haben schon ein bisschen Vorsprung, haben ein bisschen Probleme gehabt reinzukommen, wobei wir die ersten 2-3 Minuten mega stark auflaufen und da schon 2-3-0 führen, machen die Tore nicht, kommen in so einen Konter, entwickelt sich halt so ein Spiel, ein Kampfspiel, klar, aber fürs erste Spiel, um reinzukommen, war es schon ganz okay. Also zum Rasen bzw. zum Asche-Kunstrasensport ist halt der, dass alles viel, viel schneller geht. Man muss schneller als Schiedsrichter agieren und man hat weniger Zeit zur Reaktion. Man darf also nicht mal so lange Vorteile laufen lassen, man muss da eigentlich schneller als Spielszenen auch abpfeifen. Also ich sag mal so, hier ist immer der sportliche Ehrgeiz der Mannschaften dabei, aber so was ich jetzt hier gesehen habe, ist zwar viel Spannung, Druck und sowas von den Mannschaften auch drin, aber sonst ist alles fair im Rahmen. Also so. Ich habe kein Problem damit.